Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Ultra Mond. Ja, wir stehen nun in der Villa von Samantha. Nachdem wir beim letzten Mal uns mit Team Skull angelegt haben, sowie diesen beiden Ultra-Forschern hier, beziehungsweise, ja, nur sie hier kämpft. Der andere Typ will irgendwie nicht kämpfen oder kann nicht kämpfen, wer weiß. Naja, betreten wir mal diese Tür. Oh, Sky, dich habe ich eine Weile nicht mehr gesehen. Kann es kaum glauben. Du bist gekommen, uns zu retten. Vielen Dank. Ihr kennt euch also. Ein talentierter Trainer wie Sky gibt sich mit jemandem wie dir ab. Das ist mehr als enttäuschend. Ich werde Cosmog retten. Auch wenn du damit nicht einverstanden bist, Mutter. Dum, dum, dum. Ja, die sind Mutter und Tochter. Wie hast du mich gerade genannt? Mutter? Ich hatte mal vielleicht eine Tochter und einen Sohn, das mag schon sein. Aber das war, bevor sie meine Liebe ablehnten und mich verließen. Ich bin wirklich enttäuscht von dir, Lily. Gibt es eigentlich irgendwas, das du kannst? Leute heilen. Mich überzeugen kannst du schon mal nicht. Und viel quatschen. Aber das liegt in der Familie anscheinend. Und das Zeug zum Trainer hast du auch nicht. Aber heimlich Versuchsmaterial entwenden, oh ja, das kannst du. Du hast nur ein Auge für das Hässliche. Was dir fehlt, ist der Sinn für das Schöne. Doch selbst du bist nicht verloren. Denn mit meiner Liebe beschütze ich die ganze Welt. Die Welt beschützen? Oder was hat das zu bedeuten? Bist du wirklich in etwa dafür? Ist dir denn völlig egal, was mit Cosmog passiert? Nun, da ich es gewaltsam dazu bringen werde, seine Kraft einzusetzen, ist es durchaus möglich, dass Cosmog dabei stirbt. Wir reden im Pokémon von Sterben, wow. Aber vergiss nicht, dass dies die einzige Möglichkeit ist, die Welt an meiner geliebten Pokémon zu beschützen. Sorge dich nicht, Lily. Cosmogs Opfer ist nicht umsonst. Ich danke dir, dass du dich so gut um es gekümmert hast. Mutter! Vielen Dank, dass du gekommen bist, Sky. Ich möchte wirklich ihn retten, aber ich weiß nicht wie. Hältst du mich? Nein? Das hier ist alles okay. Ist ein bisschen goldmäßiges. Und ansonsten ist ja auch wieder alles nur weiß. Die haben es hier mit weiß, oder? Okay, die Fenster sind irgendwie schwarz, wieso immer. Teleporter, oh mein Gott. Wo sind wir hier? Wenn ihr unbedingt herkommen wollt, dann aber bitte ein bisschen schneller. Ein eingefrorener Pokémon. Na, was sagt ihr zu meiner kleinen privaten Sammlung? Meine über alles geliebten Kinder, sie sollen bis in alle Ewigkeit überdauern. Das Pikachu ist mir egal, aber das arme Ufa. Aber wenn die Welt in Dunkelheit fällt, kann ich ihnen nicht länger meine Liebe schenken. Deshalb werde ich eine Ultrapforte öffnen und das Pokémon aufhalten, das unser Licht rauben möchte. Ich werde den Necrozma besiegen. Wo kommst du dann her? Hey, Sky. Und Lily. Es geht ja gut. Mensch, bin ich erleichtert. Jan, du auch hier, lieber Tali. Vom Ultra-Forschungsteam war von Anfang an nicht viel zu erwarten. Aber offenbar ist auch Bromley auf Bromley kein Verlass. Ich bitte dich, du darfst keine Ultra-Forte öffnen.
Was, wenn wir ja noch jemanden verlieren, so wie Vater damals? Denkst du etwa, ich hätte vergessen, was damals passiert ist? Ich verabscheue die Ultrapforten aus tiefstem Herzen. Doch genau deshalb muss ich durch sie hindurchgehen. Ich lasse nicht zu, dass mich jemand auffällt. Auch nicht meine Tochter und meinen Sohn. Was? Tochter, Sohn? Moment mal. Hat der etwa eine Familie? Das waren wir vielleicht mal, mein lieber Tali. Aber diese Verräter wandten sich von mir ab. Dennoch werde ich sie retten. Mit meiner tiefen Liebe als Präsidentin der Aether Foundation, die sich dem Schutz und Erhalt aller Pumon verschrieben hat. Die Gase von Cosmog, die gewinnen konnten, bevor Lily es gestohlen hat, haben wir das ausgereicht, um eine Ultrapforte zu öffnen. Nicht wahr? Nun habe ich Cosmog selbst in diesem Käfig. Wenn ich alles aufbreche, was in seinem Körper steckt, kann ich die Ultrapforten nach Belieben kontrollieren. Bitte, hör auf damit. Du weißt nicht, was mit Wirkchen geschieht, wenn es zu viel Kraft einsetzt. Bei unserer Flucht aus dem Ätherparadies konnte es sich eine Zeit lang nicht bewegen. Wenn du es zwingst, zu viel Kraft einzusetzen, stirbt es. Da bin ich mir sicher. Mutter. Ich bin Samantha. Und ich muss tun, was ich tun muss. Nanu? Cosmog, du weigerst dich also, etwa Lily zuliebe? Wie heldenhaft, du hast Lily sehr gern, hm? Sieht aus, als seien Gladio und Lily ein klein bisschen erwachsener geworden, seit sie sich von der Aether Foundation distanziert haben. Doch ich lasse nicht zu, dass sich mir jemand in den Weg stellt. Muss die Ultrapforte durchqueren und den Cosma finden. Das ist die einzige Möglichkeit, Alolas Pumon zu beschützen. Ich werde dafür sorgen, dass Cosmog eine Ultrapforte öffnet. Durch die Kraft des Käfigs wird es nicht in der Lage sein, sich erneut zu widersetzen. Da bist du ja. Nicht, Mutter. Was, wenn du auch noch verschwindest? Deine Sorge um mich kommt etwas zu spät, Gladio. Das sei unbesorgt. Ich werde dir durch einen Kampf beweisen, dass ich gut auf mich selbst Acht geben kann. Dann schau mir mal. Ja, genau. Du wirst gegen mich kämpfen, Sky. Wenn es mir gelingt, dich zu besiegen, werden Lily und Gladio wohl endlich Ruhe geben. Ich mag ihr Film immer noch. ...47! Meine Güte! Und wir wurden geheilt, das ist schön. Pixie! Wieso bist du so tanky? Okay, ich wechsle glaube ich mal direkt zu Slimog. Da tue ich mir jetzt gar nicht an, ja? Warum wechselt die? Priscilla. Ja, kann ich drin bleiben. Igitt, Stachelspore. Warum machst du das? Wieso verkrüppelst du mein armes Schleimhaufen? Hätte ich jetzt dafür vergiftet. Hast du davon?
Weil dass es heller schneller ist, das gefällt mir nicht. Und dann kommt die auch noch mit Taumeltanz an. Willst du mich verarschen? Paralysiert und verwirrt. Ja, nee, ist klar. Da wechsle ich direkt in Fiaro. Da tue ich mir hier nicht an, ja? Das kannst du vergessen, Samantha. Hat die das prediktet? Dass ich wechsle? Okay, entweder sie heilt jetzt gleich oder ist, okay, sie heilt nicht, also egal was passiert, sie wäre jetzt draufgegangen. Das ist heller. Wegen dem Gift. Milotic hat die auch noch. Ist ein sympathisches Pokémon, aber nicht als Gegner. Okay, das hat eine Stimme. Fleschflegel. Es war speziell besser. Von der Defensive her. Deshalb sollte Funkensprung hier auch besser sein. Und es reicht für einen Two-Shot. Wunderbar. Schlappohr. Da kann man Gewalt heran. Kolossant wäre auch eine Option, weil Geist, aber ich denke mal, sie kann auch Attacken gegen Geister einsetzen. Würde mich wundern, wenn es nur... Okay, es hat sogar Eissieb. Ja, damit hätte es mich auf jeden Fall effektiv treffen können. Ja, Schambolzen bringt jetzt auch nichts mehr. Du bist jetzt eh draufgegangen. Von daher juckt es mich null. Und da kommt ihr Pixie wieder. Okay. Limog, ich hoffe mal, du kommst durch trotz Paralyse. Das wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Mülltreffer. Mondgewalt, ja. Natürlich direkt die Fullpala. Schallwelle. Ey, willst du mir verarschen? Slimer kommt durch. Möchte eine Top-Genesung? Ja. Okay, die wird jetzt direkt mal verwendet. Auf die Scheiße habe ich jetzt gar keine Lust mehr. Das tue ich mir nicht an, ja? Mülltreffer! Kommen Sie mit Charme an. Du senk meinen Angriff. Wie kannst du nur? Und es reicht nicht mal aus. Wenn es jetzt heilt, wäre das ziemlich nervig. Er heilt aber nicht, okay. Da bin ich jetzt doch ein bisschen verwirrt. Also wieso heilt sie nicht? Ich dachte, sie liebt ihre Pokémon so sehr. Und dann heilt sie nicht? Das ist nicht sehr nett. Also, ihrem Pokémon gegenüber. Custurso. Der Pedobär kommt! Geht in Deckung! Und Flying Press reicht aus. Wunderbar, der Pedobär ist geschlagen und Samantha auch. Ego Trip, nö. Das ist aber immer noch ein cooles Vieh, muss ich sagen. Du bist wirklich stark, Sky. Auf diese Weise meisterst du gewiss auch deine Inselverwandtschaft mit Links. Euch sind bestimmt Zweifel an meinem Vermögen gekommen, diese Aufgabe auf eigene Faust zu erledigen, nicht wahr?
Diese Sorge ist vollkommen unbegründet. Immerhin habe ich ja Unterstützung. Romney, zu mir. Jawohl. Ich mache mich nun auf, um den Cosma zu fangen. Warte, Mutter. Mein Partner Null wurde geboren, um Ultra-Bestien den Garaus zu machen. Sein gesamtes Training diente einzig dem Zweck, jenseits der Ultra-Pforte gegen diese Wesen zu kämpfen. Du bist ein guter Junge. Jetzt mach dir mal keine Sorgen. Überlass das alles einfach mir. Kinder wären ohnehin viel zufriedener und glücklicher, wenn sie auf das hören würden, was Erwachsene ihnen sagen. Nicht wirklich. So entwickeln sie doch gar keinen eigenen Charakter und sowas. Mutter, wieso? Wölkchen, geht es dir gut? Wölkchen? Was hast du? Ach, eines der schwersten Pokémon überhaupt. Das fast eine Tonne wiegt. Dein Aussehen hat sich geändert. Es löst sich nicht mehr. Wir sollten erstmal verschwinden. Hier können wir ja doch nichts tun. Das Teil packt sie jetzt einfach in ihre Tasche, ne? Das Ding wiegt nebenbei 999 Kilo oder so. Es wiegt mehr als Groudon. Ist auch nur ein kleiner Fingernagel von Groudon. Zum Glück seid ihr alle unversehrt. Ja, wir sind unverletzt. Aber es gibt noch viel zu tun. Die Präsidentin und Bromley sind durch die Ultra-Pforte verschwunden. Und Cosma rührt sich nicht mehr. Natürlich ist es wichtig, eine Cosma zu fangen. Aber wir können unsere Mutter nicht einfach in einer unbekannten Welt ihrem Schicksal überlassen. Was, wenn sie nicht mehr zurückkehrt? Egal, wie sie sich verhalten hat, sie ist und bleibt unsere Mutter. Entspricht das, was wir gerade gehört haben, etwa die Wahrheit? Was für ein Mensch ist diese doppelzüngige Samantha überhaupt? Wenn sie sich uns gegenüber freundlich gab und so um ihren Finger wickelte, hatte sie in Wahrheit nur ihre eigenen Absichten im Sinn. Was mag nur in ihrem Kopf vorgehen? Handelt sie aus Eigennutz oder folgt sie einem zu stark ausgeprägten Pflichtbewusstsein? Es stimmt schon, was man uns gesagt hat. Die Präsidentin ist schwer zu durchschauen. Niemand weiß, was in ihr vorgeht. Wenn wir ehrlich sein sollen, fehlt uns das Talent für Kämpfe. Wir sind aber nicht stark genug. Das mussten wir bisher auch nicht sein, da sich Probleme, wenn sie auftaten, mit den Mitteln der Wissenschaft lösen ließen. Aus diesem Grunde fassen wir überhaupt erst die Option ins Auge, einen Menschen durch die Ultra-Pforte zu schicken, auf dessen Hilfe wir in Pokémon-Kämpfe würden bauen können. Was hast du da gerade gesagt? Ihr wolltet einen Menschen durch die Ultra-Pforte schicken? Also, das ist er. Gibt es etwa noch einen anderen Weg, eine Ultra-Pforte zu öffnen? Das Podium auf Pony. Dort zeigt sich ein Pokémon, welches man den Mondbringer nennt. Wir machten uns die Kraft dieses Wesens zunutze, um nach Alola zu kommen. Ich kann es kaum glauben, dass die beiden es sich zutrauen, eine Cosma zu fangen. Die Menschen dieser Welt müssen ja jede Menge Vertrauen in ihr Geschick im Pokémon-Kampf haben. Sobald Nekosmo aus seinem Schlaf erwacht, wird es Alola aussuchen, um sich an dessen Licht zu laben. Denn schließlich gibt es in unserer Welt kein Licht mehr. Ultra Metropolis ist in Dunkelheit gehüllt. Alte Sagen und Legenden erzählen davon, dass die Finsternis, welche Alola einstmals befallen hatte, mit der Kraft des Lichts vertrieben wurde. Da all unseren Untersuchungen zum Trotz ist es uns nicht gelungen, mehr über dieses Licht in Erfahrung zu bringen. Also, falls ihr euch vielleicht ein wenig ausruhen möchtet, ich habe ein paar Zimmer, die sonst unsere Angestellten nutzen, für euch bereit gemacht. Okay. Prima, ich bin fix und fertig.
Ich werde hier schlafen. Eine kurze Ruhepause hilft mir vielleicht dabei, zu verstehen, was in Mutter vorging. Am nächsten Tag. Ey, wir sind im Mystery Dungeon wieder. Geil. Lily wartet draußen auf dich. Okay, dann gehen wir mal zu ihr. Sie hat einen neuen Look. Die Sachen habe ich mal hier gekauft. Was meinst du, stehen sie mir? Wirklich geil, vielen Dank. Es gibt noch so vieles, was ich tun muss. Ich muss Wirkchen retten und Mutter. Ich wäre gern wie du, Sky. Ich wäre gern stark genug, mich jeder Prüfung stellen zu können. Also habe ich mich zusammengenommen und beschlossen, zuversichtlich zu sein. Das ist meine ganz eigene Interpretation der Zerrkraft. Bin nur noch eine passende Pose. Was habt ihr alles mit euren Posen? Hier steckt ihr also. Das habe ich im Ausstellungsraum gefunden. Eine Sonnenflöte. Ein altes Relikt aus der Alola-Region, das angeblich schon seit langer Zeit von einer Generation an die nächste weitergegeben wird. Anscheinend muss man sie im Schein der Sonne spielen. Die Sonnenflöte und die Mondflöte. Erklingen beide zusammen, soll dadurch das legendäre Pomon herbeigerufen werden. Das besagen zumindest die alten Legenden. Die vom Ultraforschungsteam meinten ja, mit dem legendären Pomon gelange man vielleicht in die Dimension, in der sich eine Cosma aufhält. Hier, nimm das. Hey, Meisterball, danke. Mit diesem Meisterball kannst du absolut jedes Pomon fangen. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Schließlich zähle ich darauf, dass du meiner Familie hilfst. Was hast du hier vor, Gladio? Ich werde im Ätherball dies wieder für Ordnung sorgen. Gemeinsam mit meinem Null wollte ich alle beschützen. Deshalb bleibe ich hier und kümmere mich um die Aether Foundation. Es würde Mutter viel bedeuten. Geil. Wow, Lily, du siehst total anders aus. Bist das wirklich du? Ja, ich werde ab sofort alles geben. Das ist meine ganz eigene Interpretation der Zerrkraft. Wow, ihr seid alle total beeindruckend. Okay, mein Plan steht fest. Hm, wie meinst du das? Ja, und ihr Pomon greift mir doch ständig unter die Arme. Wenn das so weitergeht, kann ich bald nicht mehr mithalten. Das darf nicht passieren. Ich wollte unbedingt Lily und Cosmo retten und meinem Pomon ging es ebenso. Wir lagen auf einer Wellenlänge und irgendwie fühlten wir uns dadurch viel stärker als sonst. Genau dieses Gefühl will ich zusammen mit Fueko und den anderen nochmal erleben. Unsere Familienangelegenheiten haben offenbar deine Anstellung zum Trainer davon geändert. Es tut mir leid, dass du da hineingezogen wurdest. Das hat vielleicht auch eine Rolle gespielt, aber letztendlich war es einzig und allein meine Entscheidung. Außerdem versucht der Manfred doch, Alola zu beschützen. Sie ist also doch ein guter Mensch. Sie ist davon überzeugt, dass sie im Recht ist. Das ist schon ziemlich selbstsüchtig. Aber andererseits will sie wohl unbedingt unseren Vater finden, der in einer Ultrapforte verschwunden ist. Ali, vielen Dank. Freut mich, diese Worte von dir zu hören. Die labern ohne Ende. Ich werde euch noch zur nächsten Insel Naponi bringen. Ich warte bei der Anlagestelle auf euch. Also dann, Sky, nehmen wir uns zusammen und zeigen allen, was wir können. Wir kommen endlich mal in ein neues Gebiet. Okay, da gehen wir jetzt noch hin. Ah, Rotom, nerv mich nicht. Ich baue eine Karte. Ich weiß auch nicht, wo ich hin muss. Hier schon mal nicht. Rotom, verpiss dich. Meine Güte. Ah.
Okay, er hat wieder das Rotomat. Kapibon. Ja, die Dinger könnte man vielleicht auch hin und wieder mal benutzen, aber irgendwie bin ich zu faul dafür. Ja, wo ist ja eine Frage. Will ich das überhaupt dahin? Die labern mich nur wieder voll. Nein. Alles ist der richtige Stockwerk. Nein, ich bin nicht nach oben. Verdammt. Ah, ach, doch. Ja, glaub. Nee, Eingang. Nee, Moment. Mann, wieso kommt das auch so schnell? Anlagestelle. So, meine Güte. Lass uns einfach nur nach Pony gehen, ohne vollgetextet zu werden, ja? Das wäre wirklich sehr nett. Andere Seite. Ah, das ist nur ein Forscher. Da seid ihr. Bereit? Ja. Und labert mich nicht weiter voll. Alles klar. Gehen wir Sky, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und endlich kommen wir auf die Insel, wo wir Donarion bekommen können. Ja! Dorf des Seevolkes. Tja, das ist Pony. Auf der Insel lebt so gut wie niemand, dafür ist die Natur hier aber umso üppiger. Übersucht am besten mal den Inselkönig. Eine der Aufgaben des Inselkönigs ist es, das Podium zu bewachen, wo dem legendären Pumon gehuldigt wird. Sprich mit ihm, vielleicht weiß er ja was. Danke, Gladio, das hilft uns weiter. Die Person erleichtert zugleich jetzt, wo ich weiß, dass du damals verschwunden bist, um Mutter und Vater zu helfen. Ich wünschte nur, du hättest es mir erklärt. Es tut mir sehr leid, dass ich dich in dieser schweren Zeit im Stich gelassen habe. Ich konnte damals einfach an nichts anderes denken, als gemeinsam mit Null stärker zu werden. Aber du bist wirklich sehr daran gewachsen. Ich weiß, dass ich mich jetzt guten Gewissens auf den Weg machen kann. Viel Erfolg euch beiden. Okay, eine Nervenzäge weniger. Lilly, verpiss dich. Du musst mir dir meinetwegen keine Sorgen machen, Sky. Ich weiß jetzt, was ich zu tun habe. Gehen und auch wenn sich da vielleicht komisch anhört, aber ich freue mich schon richtig darauf. Darf ich jetzt mich selber bewegen? Totom, verschwinde! Nerv mich nicht. Gut, Leute, das war's erst einmal mit Pokémon Ultramond für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne ein wenig Feedback da, positiv oder negativ, bleibt euch belassen. Gerne mit einer kleinen Begründung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn wir uns hier im Dorf mal ein bisschen umschauen. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.